Einen wunderschönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Reiseepisode hier von den Seychellen. Heute könnte wahrscheinlich die interessanteste Episode sein für diejenigen, die Seychellen mit geringem Budget erkunden möchten. Und ich versuche heute alles on a budget zu machen. Das heißt, heute gibt es eine Episode Seychellen on a budget. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Vergesst nicht, den Daumen nach oben zu geben und den Kanal zu abonnieren. Und falls ihr die anderen Episoden verpasst habt, dann schaut auf jeden Fall auf meinem Kanal vorbei und wir sehen uns gleich direkt nach dem Intro. Freunde, Cash ist gewechselt. Ich habe gerade 100 Euro gewechselt und habe dafür 2300 Rupien bekommen. Im Hotel gab es echt einen guten Wechselkurs. Die ziehen euch auf jeden Fall nicht ab. Ja, wobei, ich weiß nicht, also auf den einen oder anderen Euro kommt es jetzt auch nicht drauf an. Ich hatte jetzt einen Wechselkurs von 23 Rupien zu einem Euro und das ist ziemlich gut. Und ich würde sagen, der Trip kann jetzt beginnen. Ja Leute, wenn ihr die Seychellen on a budget machen möchtet, dann könnt ihr auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Geld bei den Unterkünften sparen. Ich werde deswegen für euch dieses wunderschöne Resort jetzt verlassen, nur um diese Reiseepisode zu drehen. Ich hoffe, das Video kriegt ganz, ganz viele Likes. Nein, aber ich bin schon selber sehr gespannt. Ich habe mir nämlich eine Airbnb gemietet auf Ladik. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal auch mit der Fähre nach Ladik und dann zeige ich euch die Airbnb, sage euch auch, was die gekostet hat am Ende des Videos und werde euch die auch natürlich auch nochmal verlinken. Natürlich, Thema Transport. Ihr wollt ja nicht nur an einem Strand festhängen, sondern wollt ja natürlich die ganzen Inseln erkunden. Und dazu bietet sich so ein Mietwagen hier an. Die kosten ungefähr zwischen 40 und 70 Euro. 40, da kriegt ihr natürlich die günstigste Variante. Im Hotel hat sie jetzt bei uns 55 Euro gekostet und ich glaube zusätzlich noch 10 Euro Insurance, heißt Versicherung. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, denn wir sind gerade in den Wagen eingestiegen, erster Tag, und dann wurde uns auch direkt der Spiegel abgefahren und ich hoffe, das gibt heute auch keine Probleme, denn wir werden heute den Mietwagen wieder abgeben, denn auf Ladik brauchen wir keinen Mietwagen, dort brauchen wir eher Fahrräder und das ist natürlich auch noch eine günstigere Alternative, aber wie gesagt, also 40 Euro für den Mietwagen pro Tag und vielleicht könnt ihr sogar noch einen Special Deal raushandeln mit den Tanten in den Agenturen, wenn ihr den für mehrere Tage benutzt. Um die Insel Mahé zu erkunden, könnt ihr natürlich auch den Bus nehmen. Das ist wirklich eine der günstigsten Alternativen. Kostet für eine Strecke von ungefähr anderthalb Stunden 50 Cent, Leute. Damit seid ihr wirklich on a budget unterwegs. Für mich kam das jetzt nicht in Frage, weil ich sehr flexibel sein wollte und das meiste von Mahé bzw. von den Seychellen für euch erkunden wollte. Den Bus würde ich jemandem vorschlagen, der zumindest 14 Tage unterwegs ist oder ein bisschen länger, für Backpacker oder Studenten, die wirklich auf die Kosten achten müssen. Für die ist der Bus die beste Option. Allerdings muss man dazu auch beachten, dass man halt natürlich längere Wartezeiten hat. Ich habe auch schon von Fällen gehört, wo der Busfahrer Leute nicht mitgenommen hat und man dann nochmal anderthalb Stunden warten musste. Die Busverbindungen auf Mahé sind ziemlich cool, man kommt eigentlich überall hin. Bei Pralin bin ich mir noch nicht sicher. Die Insel werde ich auf jeden Fall irgendwann nochmal zusammen mit euch erkunden. Ah, Leute, und schaut mal, wer mich heute wieder begleiten wird. Ich wollte eigentlich alleine nach Ladik und er sagt so, hä, du fährst nach Ladik? Ohne mich? Ich komme mit. Deswegen kommt der Hü mit und geil, wird auf jeden Fall ein spannender Roadtrip, Leute. Leute, Travel on a Budget bedeutet auch Einkaufen on a Budget und am besten könnt ihr einkaufen in solchen kleinen Läden hier, die werden meistens geführt von Indern und da bekommt ihr, hey my friend, ihr seht schon, wir waren schon öfters hier und hier könnt ihr am besten irgendwie kalte Getränke einkaufen oder euch selbst verpflegen für eure Apartments und ich hole uns jetzt erstmal ein bisschen Wasser, bis es nach Victoria geht, ist es noch mal, nämlich noch ein Stück und deswegen gönne ich mir ein kühles Ginger Ale. Ginger Ale kostet hier 17 Rupees, das sind nicht mal 1 Euro, also easy. Gucken, was hier das Bierchen kostet. This one. Das sind unsere Freunde hier übrigens, schon mal hier SIM-Cards gekauft. Ja, ja Mann. Und hier zeige ich euch noch mal kurz, was hier die Local Beers sind. What's the local beer, man? Sabro. Sabro, okay. How much is one? A small bottle? 27 rupees. 27? Oh, okay, so more than something around 1 euro. And what's the cheapest beer? The Eku? That one is Sabro. Sabro is the cheapest, okay. So, Leute, wenn ihr hier Bierchen kaufen wollt, ungefähr 1 Euro mitrechnen. Aber heute fahre ich, deswegen gibt's erstmal Ginger Ale und Wasser. So, hello, sir. Hello, sir. Hello, sir.
eine Airbnb bucht, dann könnt ihr eigentlich überall am Straßenrand immer solche kleinen Stände finden. Ich bin jetzt hier gerade in Victoria. Hier gibt es so eine Art kleinen Markt, beziehungsweise auch noch eine große Markthalle. Die hatte ich euch ja schon im vorigen Video gezeigt. Aber hier bekommt ihr einfach alles. Von Eiern bis hin zu Bananen, Fisch, Mangos. Schaut euch das mal an hier. Frische Mangos, die hier einfach geil. Und was mein absoluter Favorite ist, sind Passionsfrüchte. Ich guck mal, ob ich die gleich mal hier irgendwo finde. Aber die Leute verkaufen hier ihren Stuff einfach aus dem Garten. Und es lohnt sich auf jeden Fall mal hier so vorbeizuschauen. Und wenn ihr hier eure Airbnb habt, dann könnt ihr euch hier auch schön verpflegen und leckere Sachen einkaufen. Hallo, Ma'am. Wir sind jetzt endlich am Hafen von Victoria angekommen und wir haben uns für die Cut Coco entschieden. Für zwei Richtungen, also hin und zurück. Nach Ladik habe ich jetzt 3000 Rupees bezahlt. Umgerechnet ist das hier. Und leider gibt es momentan keine direkte Fähre nach Ladik. Deswegen muss ich diesen Umstieg nehmen in Pralin. Und von dort aus geht es dann für 15 Minuten nach Ladik. Insgesamt dauert der Trip ungefähr 1 Stunde 15 Minuten. Und ja, ich freue mich auch schon mega. Leider gab es heute Morgen keine Fähre, sonst hätte ich die auch schon genommen. Dann hätte ich nämlich zwei Tage auf Ladik gehabt. Denn das war eigentlich mein Plan, euch irgendwie die Insel an zwei Tagen zu zeigen. Aber man nimmt das, was man kann. Und ich freue mich euch auf jeden Fall im nächsten Vlog Ladik zu zeigen. Aber heute machen wir noch weiter Seychellen on a budget. Ja, Leute, eine Sache wäre noch zu erledigen, und zwar müssen wir jetzt erstmal den Mietwagen abgeben. Und wie ihr von den letzten Episoden wisst, wurde uns der Seitenspiegel abgefahren. Crossed fingers, dass es diesmal nicht so teuer wird für uns. Aber ich denke, ich habe heute mal schon geschaut bei Google, 10 Euro der Spiegel bei eBay, also easy. 50 sollte machbar sein. Freunde, angekommen auf Ladik und sind jetzt gerade am Hafen und wir waren jetzt gerade auf Mera, unsere Airbnb-Hostin. Geiler Vibe hier auf jeden Fall, richtig tropical feelings, feiere ich ja richtig. Und ich bin gespannt, die Insel morgen zu erkunden. Leider ist schon die Sonne untergegangen, aber wir haben Hunger und deswegen zeigen wir euch gleich jetzt erstmal unsere Airbnb und dann geht's was zu futtern holen. Airbnb-Host Meda hat uns abgeholt und ist gerade mit dem Fahrrad unterwegs. Und wir gehen jetzt gerade selber zu Airbnb, werden die jetzt mal erkunden. Und ich bin schon super, super gespannt, denn es sind nur 10 Minuten Walk von dem Hafen aus. Ziemlich nearby. Alles sehr, sehr kompakt hier gehalten auf Ladik. So Leute, wir sind in unserer Airbnb angekommen. Chemera. Hello. Thank you. So Leute, ich habe es euch ja versprochen, ich habe eine richtig, richtig tolle Unterkunft gefunden, die richtig günstig war. Und zwar sind wir hier bei Chemera auf Ladik. Das ist eine der kleinsten Hauptinseln und die werden wir euch morgen nochmal präsentieren. Aber die Unterkunft kostet einfach mal 40 Euro. Man kriegt hier einfach so viel zu bieten und ist hier total unter Locals. Und morgen werde ich euch die ganze Airbnb nochmal zeigen im Sonnenlicht. Aber ich mache jetzt schon mal eine kleine Tour mit euch. Wir haben ein komplettes Wohnzimmer für uns alleine. Dann haben wir natürlich hier einen Fernseher, Wi-Fi ist natürlich am Start, eine Küche. Achtung, ich mache mal kurz Licht an. Wir haben eine Küche mit Kühlschrank und noch einem Kühlfach. Das heißt, wenn ihr hier länger bleibt, habt ihr auf jeden Fall auch Versorgung. Dann gibt es hier eine Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher, ein Gaskochfeld. Hier so eine riesen Theke. Dann haben wir sogar zwei Schlafzimmer. Hello, this is Ladik. Das ist mein Schlafzimmer.
Schaut euch mal an. Natürlich von der Einrichtung ein bisschen gewöhnungsbedürftig, karibisch bzw. kreolisch. Aber das Wichtigste ist, es gibt eine Klimaanlage, denn ihr wollt auf gar keinen Fall bei offenem Fenster pennen. Das vergewissere ich euch jetzt schon mal. Erstens Mücken, zweitens Kakerlaken und sonstiges, was hier in den Tropen so rumläuft. Dann haben wir zwei Häuser zum Parallel-Synchron- Geschäft erledigen, mit Badezimmer natürlich, schöne Dusche, die werde ich gleich auf jeden Fall auch mal auskosten. Spülbecken zum Zähneputzen, alles am Start. Leute, was will man mehr? Auf einer tropischen Insel sein und so eine tolle Unterkunft. Dann haben wir hier nochmal Gästezimmer, hier mein spontaner Gast Host. Am Start. Host. Geil, oder? Jetzt mal ohne Spaß. Was willst du mehr? Du checkst gerade hier die Klimaanlage ab, ne? Ja, es ist sehr warm, Leute. Funst. Sehr warm. Und sehr schwül. Yeah. Ich merke schon, bei dir ist, glaube ich, noch wärmer. Die war, glaube ich, gar nicht an. Puh. Das war die Airbnb-Tour. Und wenn ihr die Airbnb buchen wollt, dann findet ihr den Link unten in der Beschreibung. Bucht gerne über den Link. Dann kriege ich natürlich noch ein bisschen Provision. Und ihr könnt euch auch natürlich bei Airbnb anmelden. Dann bekommt ihr nämlich 40 oder 50 Euro Guthaben auf eure erste Reise. Somit wäre die hier die Unterkunft für einen Tag zumindest umsonst. Also zwei Links für Airbnb und wir gehen jetzt mal was richtig Geiles futtern, denn ich habe richtig Hunger und ich hoffe, dass wir noch was Leckeres finden hier auf der Insel. Der Roomtour hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert. Wir sind jetzt gerade mit Fahrrädern unterwegs. Wir haben die uns an der Airbnb gemietet, kosten ungefähr 100 Euro. Und jetzt suchen wir uns was Leckeres zum Futtern. Ich habe richtig, richtig, richtig Hunger und ich hoffe, dass wir was Gutes finden noch um die Uhrzeit. Leider kam die Ferie ja so spät. Hm. Jetzt einen wundervollen Red Snapper als Filet. Ich weiß, heute cheaten wir so ein bisschen, was das Low Budget angeht, aber es geht morgen weiter. Da zeige ich euch natürlich noch ein paar Low Budget Alternativen, wie man hier auf La Digue bzw. auf den Seychellen essen kann. Normalerweise zahlt man für so eine Portion guten Fisch so zwischen 7 und 10 Euro und dann kriegt man echt eine riesengroße Portion. Also das hier ist jetzt echt Pipi-Kram, aber wir hatten so einen Hunger, dass wir leider cheaten mussten jetzt in der Episode. Was hast du, Hussein? Tagliatelle mit Fischragout. Fischragout. Ja, der Laden ist hier so ein bisschen schnöselig, aber ich glaube, es gibt hier echt gutes Essen. Also, falls ihr mal Bock auf Schnöselessen habt auf La Digue, kommt gerne mal hier hin. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat die Episode Seychellen on a Budget gefallen. Ich weiß, zum Schluss haben wir so ein bisschen gecheatet, aber wir hatten so einen Hunger. Aber wir werden auf jeden Fall in der nächsten Episode ganz viel Local Essen wieder uns reinpfeifen. Und vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben, den Kanal zu abonnieren, denn in der nächsten Episode zeige ich euch La Digue. Und ich bin schon ganz gespannt auf die Episode, denn die Insel ist echt wunderschön. Und gerade ist hier einfach mal eine Kokosnuss neben mir runtergefallen. Nice. Gut, dass sie nicht auf meinen Kopf gefallen ist. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, tschaußen.